Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gesund und Fit. Heute zu dem Thema Angst, Panik, Unruhe, Meditation als wahre Gesundheitsstrategie. Bitte beachten Sie jedoch zuvor Folgendes. Es geht um Covid-19 vor allem. Dadurch ist eine Explosion psychischer Probleme entstanden: Schlafstörungen, Albträume, innere Unruhe, Nervosität, Herzrasen, Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, Stimmungsschwankungen, Zwangsstörungen, Alkoholismus, Spielsucht, Libidoverzug, Essstörungen, multiple Schmerzen, vor allem die Rückenschmerzen, bipolare Störungen, Schizophrenie, Suizid und so weiter und so fort. Und natürlich ist jetzt die große Stunde der ganzen Therapeuten gekommen, seien es Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten. Hier sehen Sie einige schulwissenschaftliche, psychologische Therapien, analytische Therapie, Verhaltenstherapie, Sozialtherapie, Ergotherapie, psychoenergetische Verfahren, meridianzentrierte Techniken, Hypnosetherapie, Psychopharmaka und so weiter und so fort. Und natürlich auch die alternativpsychologischen Therapeuten kommen auf ihre Kosten. Es gibt unzählige energetische Methoden. Hier sehen Sie die Thought-Field-Therapie von Callahan, die Emotional Freedom Technique von Gary Craig, neurolinguistische Programmierung, Meridian-Akupunktur, Eye-Movement-Desensitization, Evolving Thought-Field-Therapy, dann natürlich die gute alte Kinesiologie, Akupressur, Qigong, Tai Chi Chuan und so weiter. Mein Fazit der therapeutischen Bemühungen nach über 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit lautet: Die ganzen verschiedenen humanistischen Methoden bewirken meistens nur vorübergehende und teilweise Besserung. Es gibt kaum langhaltende Erfolge oder gar Heilung. Und insgesamt, dass die Person Beschwerdefreiheit, ganz zu schweigen von Friede, Freude, Heiterkeit, Gelassenheit, Zuversicht und Glück und Wohlbefinden erfahren würde. Stattdessen werden die Warteschlangen bei den Therapeuten immer länger und die Verzweiflung der Menschen immer größer. Das Fazit lautet: Etwas Fundamentales stimmt in unserer Gesellschaft nicht. Wir haben nämlich ein falsches Menschenbild angenommen, nämlich ein materialistisches Welt- und Menschenbild. Was bedeutet das, materialistisches Welt- und Menschenbild? Alle in der Welt ablaufenden Prozesse werden ohne Gott bzw. ohne einen Schöpfer erklärt. Alle Vorgänge und Phänomene werden auf Materie und deren Gesetzmäßigkeiten und Verhältnisse zurückgeführt, ohne nach deren geistigen Ursprung zu fragen. Selbst Gedanken, Gefühle und das Bewusstsein des Menschen werden als Ausdruck von materiellen bzw. biochemischen Prozessen aufgefasst. Und daraus entstanden natürlich dann auch solche Bewegungen wie Existenzialismus und andere humanistische Philosophien, man denke an Sartre, Camus, Kierkegaard, Gabriel Marcel, Heidegger und so weiter, welche dem Menschen, dem menschlichen Leben, keine Sinnhaftigkeit beimessen und die gesamte Transzendenz in unserem Leben eben ausblenden. Also mit anderen Worten, wir haben hier das materialistische Welt- und Menschenbild gegenüber dem spiritualistischen Weltbild des Glaubens. Sie sehen hier dieses hübsche Blümchen, das sich da durch den Asphalt hindurchgearbeitet hat. Soll das eben aus nichts entstanden sein? Und die Frage natürlich dann gleich: Wer oder was ist wohl stärker? Das Leben, das sich hier Bahn bricht durch die tote Materie, oder eben der Materialismus? Werfen wir einfach einmal einen Blick auf das materialistische Welt- und Menschenbild und stellen das gegenüber dem Weltbild des Glaubens. Seit Jahrzehnten werden die spirituellen Grundlagen der Menschheit systematisch und vorsätzlich geleugnet und als rückständig gebrandmarkt. Auch die Religionen sollen sich letztlich in jeder Hinsicht den menschengemachten Gesetzen und gesellschaftspolitischen Vorgaben anpassen bzw. unterwerfen. Daher ist der Mensch auf das rein physikalische Leben fixiert worden. Und da er nur dieses eine Leben hat, ist er vollkommen angstgesteuert und mit der Angst auch steuerbar bis zur Aufgabe seiner persönlichen Freiheiten. Dieses Dasein führt dann letztendlich zur totalen Desorientierung und Wehrlosigkeit mit entsprechenden negativen Folgen und existenziellen Krisen für Seele und Geist. Die Folge ist: Die Menschen werden krank, die Seele wird krank. Das ist eben der Unterschied gegenüber den Menschen der früheren Zeiten. Die hatten noch eine andere Wahrnehmung, auch weil sie sich noch nicht so sehr von der Natur entfernt haben, wie wir Menschen von heute, denen des Nachts die grellen Lichter der Großstadt, um mit Charlie Chaplin zu sprechen, den Blick auf die Unendlichkeit verstellen. So verfasste der deutsche Dichter Matthias Claudius in seinem berühmten Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ unter anderem die nachstehenden beiden Strophen, die Strophe Nummer 3 und 4.
Das Abendlied wurde übrigens von Franz Schubert vertont, kann ich jedem nur wärmstens mal empfehlen. Hier haben Sie die Strophe 3 und 4. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Dieses Gedicht, das zeige ich auch immer in meinen Seminaren, weil das ganz wichtig ist, dass wir diese fundamentale Umschaltung in unserem Bewusstsein haben, dass wir erkennen, der Weg zum Glück ist nicht durch den Verstand, sondern er kommt rein über diese spirituelle, transzendente Komponente. Deswegen hat ja auch der deutsche Dichter Novalis gesagt, der Poet, also die solche Gedichte schreiben, wie hier Matthias Claudius, der Poet ist der spirituelle Therapeut. Die momentane existenzielle Krise, in welche die Menschheit gestürzt ist, wurde ermöglicht durch unsere Gottlosigkeit und unsere daraus verursachte Entwurzelung von der Natur bzw. der Schöpfung. Diese Entwurzelung bewirkt unsere psychische Verletzlichkeit, unsere Ängste und unsere vielfältigen Konditionierungen, die eben mit den humanistischen, mit diesen psychologischen Therapien letztendlich unlösbar sind. Vielmehr steht jeder Einzelne von uns nunmehr in der persönlichen Entscheidung, ob er weiterhin, wie die meisten Menschen ohne Gott nur nach den gesellschaftspolitischen Vorgaben und Zwängen dieser materiellen Welt leben will oder aber von einer höheren Macht eingehüllt und geführt und geborgen, das heißt also durch Glauben und damit aus Gnade leben möchte. Wenn Sie diese Entscheidung getroffen haben, ob Sie den ersten oder den zweiten Weg gehen wollen, dann können Sie jetzt entweder abschalten oder aber eben weiter gucken, was ich noch zu sagen habe. Allerdings möchte ich für die erstgenannte Entscheidung zu bedenken geben, dass Albert Einstein gesagt haben soll, es ist eine Form von Wahnsinn, wenn man immer wieder dasselbe macht und ein anderes Resultat erwartet. Also wenn Sie ein anderes Resultat erwarten sollten, dann würde ich Ihnen ein Heim stellen und würde Sie einladen, einfach mal weiter zu gucken. Die Frage ist, wie erreichen wir das unendliche Unsichtbare? Und da wird aufgrund der Aussagen aller Eingeweihter, aller Zeitalter die innere Stille als Ort der Orientierung gegeben. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir innerlich zur Ruhe kommen, dass wir jenseits von Worten und Gedanken ja die Weisung suchen, die Orientierung suchen. Da wird ein universeller Weg angegeben, nämlich die Meditation. Meditation bedeutet die Absonderung von dem alltäglichen Gedanken. Hier haben wir das seit Jahrtausend eben sind das tradierte Übungen, bewusstes Steuern der Aufmerksamkeit, die Gedanken bewusst wahrnehmen, ohne jedoch an den Gedanken zu haften. Und das geschieht am besten und einfachsten, indem man den Atem beobachtet. Denn die Erfahrung zeigt, wenn wir uns auf den Atem konzentrieren, dann können wir nicht gleichzeitig irgendwelche Gedanken denken. Mit anderen Worten, wir haben den Ort der Orientierung zu suchen, also die innere Stille und zum Beispiel auch um richtige Entscheidungen zu treffen, auch im Alltag. Und diese richtige Entscheidungen, also diese Orientierung, die wird nur durch den inneren Frieden bestätigt, eben den Frieden, den diese Welt nicht geben kann, wie es im Johannesevangelium heißt. Und wie gesagt, um diesen inneren Frieden zu erreichen, muss der Verstand zuvor zum Schweigen gebracht werden. Und erst wenn der Verstand schweigt, kann diese stille, sanfte Stimme, so wie es im Alten Testament, im ersten Buch der Könige heißt, vernommen werden. Und dazu dient eben die Meditation. Und der gemeinsame Nenner besteht eben darin, dass wir die eigenen Gedanken zunächst einmal beobachten, die verebben dann mehr und mehr und dann kommt mehr und mehr diese innere Stille zustande, jenseits von Worten und Gedanken. Und diese Ruhe, ohne weitere therapeutische Bemühungen, die führt dann eben zu einer Genesung nach Körper, Seele und Geist, und zwar dauerhaft. Allerdings ist es ein Kardinalfehler in der heutigen Zeit, dass Meditation als ein Akt angesehen wird und nicht als ein Lebensstil. Demgegenüber betonen alle Weisheitslehren, dass Meditation oder Gebet ein wesenhafter Seinszustand werden sollte und nicht nur ein gelegentlicher Akt. Hier auch der Apostel Paulus schreibt das hier im Thessalonicher Brief, dass man ohne Unterlass beten sollte. Wobei das Wort beten, das habe ich hier unten nur mal kurz im Griechischen angedeutet, das Euchomai, das ist eben, dass man feierlich und mit Sicherheit die Stimme erhebt, also laut jubelt und eben nicht nur wünscht, Sie kennen ja dieses berühmte Gebet, lieber Gott, ich heiße Brigitte, ich will, ich möchte, ach gib mir bitte, das ist natürlich völliger Unsinn.
Leider haben sehr viele Menschen eben Probleme, um zur Ruhe zu kommen, gerade wenn man an Ängsten, Panikattacken und all die anderen Symptome, die vorhin aufgeführt worden sind, leidet, dann ist es eben schwierig abzuschalten. Was kann also helfen, neben einer gesunden Lebensführung, wie ich sie in meinen Büchern beschrieben habe, zum Beispiel eben geregelte Lebensweise, ausreichender Schlaf, vor allem Vormitternachtsschlaf, gesunde Ernährung, intermittierendes Fasten, Aufenthalt und Bewegung in der Natur, Sauna, Wechselduschen, also die berühmten Kneippmaßnahmen. Dann speziell auch Unterstützung durch Pflanzenkraft und Vitamine. Um die Meditation zu unterstützen, also den überaktiven Verstand zu beruhigen, gibt es verschiedene Pflanzen. Insbesondere die Passionsblume, Ashwagandha, Melisse und Hopfen haben eine jahrhundertelange Tradition in der psychopharmakologischen Erfahrungsheilkunde und zugleich konnte die moderne Pharmakologie die genannten psychotrop wirksamen Pflanzen in den letzten Jahrzehnten in zahlreichen wissenschaftlichen Studien auch validieren. Federführend sind dabei die Europäische Medizinagentur EMA und die EFSA, die European Food Safety Agency. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Pflanzen an. Hier die Passionsblume, Passiflora incarnata, die vor allem in Mittel- und Südamerika vorkommt, hat eine lange Tradition im Bereich der Psychopharmakologie. Und zwar vor allem auch als Extrakt entfaltet sie eine besondere Wirkung. Wir schauen uns mal drei Studien kurz an. Hier, das ist eine Meta-Analyse von 9 klinischen Studien zur Passiflora. Sie ist also wirksam bei all diesen psychischen Symptomen, die wir vorhin besprochen hatten, auch bei Depressionen. Und das Besondere, im Gegensatz zu den chemischen Mitteln haben wir keine Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Gedächtnisstörungen. Und auch keinerlei andere Nebenwirkungen sind bekannt. Die zweite Wirkung, die auch von besonderer Bedeutung gerade in unserer heutigen Zeit ist, sie ist immunmodulierend wirksam, antimikrobiell, zytotoxisch und sie regt die Bildung von verschiedenen Interleukinen, also Interleukin 6 und 10 und auch den Tumornekrosefaktor Alpha an. Hier noch eine dritte Studie und die ist wirklich spektakulär. Zum ersten Mal konnte man hier in dieser im September 2020 verschiedenen Studien nachweisen, dass eben die Passiflora dieses sogenannte Quorum-Sensing von Bakterien, das heißt diese chemische Kommunikation der Bakterien untereinander, unterbindet. Deswegen gibt es ja diese chronischen und manchmal auch tödlichen bakteriellen Infekte, weil eben das Quorum-Sensing den Bakterien hilft. Außerdem wird die Bildung von Biofilmen bei den Bakterien behindert. Ich habe darüber mehrfach in meinen Newslettern, die Sie kostenlos auch abonnieren können, geschrieben. Die zweite naturheilkundliche Pflanze, das ist die Ashwagandha, auch Vitania somnifera genannt. Schon der Name sagt es, Somniferus ist eben schlafbringend. Das ist eine der am häufigsten im Ayurveda gebrauchten Heilpflanzen. Auch da habe ich Ihnen hier zwei Studien mal vorbereitet. Einmal hochspannend gegen Stress, gegen Schlafstörungen, Angststörungen, Alzheimer, Depressionen, also all die Symptome, die wir ja vorhin besprochen haben. Darüber hinaus vor allem Schutz vor neurodegenerativen Erkrankungen. Diese Studie ist im Februar 2021 veröffentlicht worden. Ebenfalls im Februar 2021 ist diese Studie veröffentlicht worden und die ist wirklich hochinteressant. Das ist eine achtwöchige Studie bei 50 Leistungssportlern. Die haben zweimal 300 Milligramm Ashwagandha oder Placebo bekommen, also eine echte placebo-kontrollierte Studie. Und Sie sehen, hier sind jetzt in verschiedenen Werten, ich werde Ihnen gleich erzählen, was das genau bedeutet, auf Höchstsignifikanzniveau, also P unter 0,0001 wurde Besserung aller Parameter erzielt. VO2 ist die maximale Sauerstoffsättigung. Wir schauen uns das mal an. Das sind jetzt hier also 6 verschiedene Parameter. Was sind das für 6 Parameter? Also VO2, die maximale Sauerstoffaufnahme, dann dieser Recovery Stress Questionnaire, das machen die Sportmediziner, genauso wie DALDA, diese Daily Analysis of Life Demands for Athletes, Fitnessanalyse, antioxidative Kapazität und diese Total Quality Recovery Scale, um die Erholungszeit des Athleten zu bestimmen, indem die Kreatinkinase im Blut bestimmt wird. Die nächste Heilpflanze, das ist die Melissa officinalis, die gerade in Europa als klassische Heilpflanze und gerade psychosomatisch wirksame Heilpflanze bekannt ist. Schon Hildegard von Bingen hat sie eingesetzt mit großem Erfolg. Auch da habe ich Ihnen hier eine Studie mitgebracht, in der bestätigt wird, dass eben gegen Stress, gegen Ängste, Schlafstörungen, Depressionen und so weiter bei einer Doppelblindstudie über 8 Wochen hochsignifikante Verbesserungen erzielt worden sind. Und schließlich auch der Hopfen,
der den meisten von der Bierbrauerei bekannt ist, die aber auch sonst eine psychosomatische Wirkung entfaltet. Auch bestimmte Vitamine, besonders die B-Vitamine wie B12 oder die Folsäure, sind nicht nur wichtig für die Blutbildung und für das Immunsystem, sondern sie unterstützen eben auch bei Ängsten, Unruhe, Nervosität und sie tragen nachweislich zu einer normalen psychischen Funktion bei. Dazu gehört das Vitamin B1. Hier haben wir die sogenannte Health Claims, die man hier vom B1 eben machen kann. Es trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei, es trägt zu einer normalen psychischen Funktion bei, zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Herzfunktion. Eine weitere Komponente ist das Vitamin B7, das Biotin. Auch da gibt es bestimmte Health Claims. Und zwar, es trägt bei zu einer normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen psychischen Funktion, normaler Energiestoffwechsel und normalem Stoffwechsel von Makronährstoffen. Und auch zur Erhaltung normaler Haare, normaler Haut und normalen Schleimhäuten. Auch Melatonin hat eine besondere Wirkung. Hier haben wir wieder die Health Claims. Es trägt nachweislich dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen und auch die subjektiven Jetlag-Empfindungen zu lindern. Auch hier eine wissenschaftliche Studie aus dem Jahre 2021. Melatonin ist nicht nur Zeitgeber für die zirkadiane Rhythmik, es reguliert auch den Schlaf-Wach-Rhythmus, induziert vor allem die Tiefschlafphase und stimuliert die Ausschüttung des Wachstumshormons Somatotropin und hat natürlich auch eine starke antioxidative Wirkung. Vor allem haben diese Pflanzenstoffe und Vitamine eine ganze Reihe von Vorteilen. Sie helfen, wie gesagt, bei Konzentration, Meditation. Sie schaffen Abstand zum Alltagsstress, helfen bei herausfordernden Lebenssituationen, steigern die persönliche Resilienz. Dies ermöglicht dann auch die Besinnung auf die eigenen Lebensziele. Sie entspannen, ohne müde zu machen, besitzen kein Suchtpotenzial, haben auch keine unangenehmen Nebenwirkungen und vor allem, sie sind natürlich. Deswegen habe ich in Zusammenarbeit mit der Firma Telomit zwei einander ergänzende Nahrungsergänzungsmittel entwickelt. Diese beiden Präparate entfalten aber auch einzeln ihre Wirkung. Einmal sehen Sie hier die natürliche Unterstützung der Meditation durch Relax Day, pflanzliche Zutaten, unter anderem mit diesem Passionsblumenextrakt 5:1, biozertifiziert, keine Zusatz- oder Hilfsstoffe, vegan. Und dann eben die natürliche Hilfe vor allem für die Nachtruhe, das Relax Night Kapseln, die dann eben auch diese pflanzlichen Zutaten haben mit Passionsblume, aber zusätzlich auch noch Vitamin B1 und B7 und vor allem dieses Schlafhormon Melatonin. Keine weiteren Zusatz- oder Hilfsstoffe, keine Abhängigkeit, eine Kapsel am Abend. Mehr über Gesundheit erfahren Sie auch in meinen Büchern erschienen und erhältlich bei Telomit oder auch im Buchhandel, warum nur die Natur uns heilen kann, der natürliche Weg zur Heilung und Gesundheit und Energieschub aus dem Meer. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Beste Gesundheitsgrüße, Ihr Karl Probst.